人間の心が休まる時間がないもんですから、心の休まるのを、まあ、いわゆる環境でということを考えています。Ich begeister mich schon seit meiner Kindheit für Architektur, für Fotografie und habe Ando kennengelernt über das Studium Corbusiers. Und es war immer ein Traum von mir, ein Projekt zu finden, ein Gebäude zu finden, was Ando würdig ist. Das Besondere an Tadao Andos Architektur ist die minimalistische, klare Sprache, die Ästhetik, die Gradlinigkeit, die Reduktion auf das Wesentliche. Tadao Ando hat bereits ein Ausrufezeichen in der Region Düsseldorf gesetzt mit einem Museum in Neuss. Dieses Museum vereinigt Architektur und Kunst, und das ist der Nukleus, den wir jetzt in die Landeshauptstadt Düsseldorf bringen, mit dem neuen Wahrzeichen, mit dem Stadteingang im Norden, dem Tadao Ando Campus und Turm. Vor fast genau 20 Jahren haben die Architekten um Norman Foster herum hier mit dem Arak Tower ein wirklich ganz modernes Konzept umgesetzt, das nach wie vor hochaktuell ist, und hier eine beeindruckende Landmarke geschaffen, die den Stadteingang, den nördlichen Stadteingang von Düsseldorf prägt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn mit dem Entwurf von Tadao Ando hier wirklich ebenfalls eine moderne Ergänzung gebaut wird, damit wir hier nicht mehr so alleine sind. まあ、我々リセルホールという人を見て、前から2、3の仕事をしておりますが、それらはみんな古いものを残す、そして町に緑を作る、町に水を作る、大体大きく言うと結構このぐらいの感触にはなるだろうな。特にこのまあオフィスとはクシータワーにすることによってですね、この辺りの、まあ、シンボルになるだろう。シンボルは建物だけじゃなしに緑だけじゃなしに、物の考え方がシンボルになる。Das Gebäude wurde so geplant, dass es in der Vertikale begrünt werden kann. Und dass wir natürlich vom Engineering her, von den Gewichten her darauf geachtet haben, dass wir größere Bäume und größere Pflanzen setzen können. Dass es ein Instant Park wird, vertikaler Garten, und somit ein nachhaltiges Werk, ein Mehrwert entsteht. Ich freue mich, wenn erneut Tadao Ando hier für Düsseldorf und die Region etwas entwickeln will. Diesmal ein Hochhaus. Es wäre eine absolute Aufwertung im Düsseldorfer Bestand, wo wir einige Architekturikonen haben. Und diese Stelle ist nun auch noch eine ganz besondere. Es ist die Einfahrt in die Stadt für alle 10 Millionen aus dem Ruhrgebiet, von denen immerhin ein paar hunderttausend jeden Tag an diesem Grundstück vorbeikommen, weil dort der nördliche Zubringer endet und dann ist man in der Stadt. Ein Signal, positives Signal. Ich hoffe, dass es so umgesetzt werden kann. Es ist
ist eine ganz große, einmalige Ehre für jeden Stadtplaner, für Deutschland und da spreche ich auch natürlich für das gesamte architekturbegeisterte Team der Euro-Atlantik-Gruppe. Ein ganz besonderer Lebenshöhepunkt für uns mit Tadao Ando, sein bisher größtes Projekt zu realisieren.